RND-num, also random number. Und das ist gleich einfach random Schulz RND-punkt next. Und da geben wir jetzt den Minimum und den Maximumwert an. Der Minimum ist momentan 0 und wir haben insgesamt vier Richtungen. Wir fangen aber mit 0 an, also haben wir insgesamt eigentlich fünf Möglichkeiten. Also von 0 bis 4 würde, von 0 bis 3 würde er, ja, von 0 bis 3 würde er uns das Ganze ausgeben, aber die 4 ist nicht mit inbegriffen. Das heißt, wir müssen immer beim maximalen Value eine Zahl höher angeben, als wir maximal wollen. Also wir wollen jetzt maximal die 3 haben eigentlich, müssen aber die 4 angeben. Ja, also immer eins höher, als man sonst denkt. So, das heißt, wir haben jetzt eine random Number. Ich mache das auch mal anders. Wir machen jetzt mal noch mehr Random-Mäßigkeit. Also wir machen jetzt eine Vorschleife von if gleich 0 größer, also so lange ausgeführt, bis 6 ist. Ja, und so lange wird jetzt hier dieses Random-Shit-Ding ausgeführt. So, das heißt, wir führen, wenn i. Bei jedem Schleifendurchgang wird i um 1 erhöht und wenn i größ. Warum steht da kleiner? Müsste eigentlich größer stehen, ne? Also wenn i dann größer ist als 6, dann wird die Schleife abgebrochen. Das heißt, wir haben da insgesamt momentan 7 Durchgänge. Also es wird 7 mal eine randommäßige Zahl generiert, um den Random Shit etwas randommäßiger zu machen. So, und jetzt weisen wir den Ball einfach die Direction zu. Und dazu machen wir kein if. Also if random number gleich 1, dann set mv d white. Das ist viel zu umständlich. Dafür gibt es das schöne Switch. Übrigens mit Doppeltap kann man halt, was ich hier die ganze Zeit fabriziere, den Autocomplete-Modus aktivieren. Oder zumindest ein Sattel vor und dann wird der Rest ergänzt, sowas. Geht bei if übrigens auch. Und Switch on ist jetzt die Bedingung, wann oder ja, sagen wir mal, ist die Bedingung. Und das ist momentan unsere RND-Number. Das muss ich aber noch hier oben ändern und dann das machen. Weil die Int-Variable hier nur hier in dieser Schleife bekannt war. Aber wir wollen das natürlich auch hier mal machen. Also random number. Jetzt ist hier verfügbar. Und jetzt können wir einfach mit Case 0 und einen Doppelpunkt dahinter und ein Break, das ist wichtig, dass der weiß, wo der aufhören soll. Also zur Erklärung, wenn wir jetzt, wir machen das, kopieren das jetzt einmal noch hier drunter, dann kann ich das mal demonstrieren. Unser Random Number ist jetzt 1. Dann geht der hier hin, Switch und guckt, ist Random Number 0? Nee, ist es nicht. Gehen wir weiter. Gehen wir zum nächsten Case. Ist Random Number gleich 1? Ah, ist es. Das heißt, das, was zwischen Case und Break ist, wird ausgeführt. Und das kann man dann halt bis 10 Millionen machen. Ja, das heißt, wenn Random Number gleich 10 Millionen, dann soll der sys.exit ausführen. Brauchen wir aber nicht, denn wir setzen jetzt einfach nur die Direction. Fangen wir einfach mal an. Punkt set. Das ist jetzt einfach randommäßig. Ich nehme das jetzt einfach so, wie es da steht. Set white. Machen wir da mal kurz die Leerzeilen weg. Warum ist das immer noch ge. So. Kopieren wir uns das. Fügen uns eins. Machen da eine 2 draus. Machen da eine Droh draus. Also ball.set. Das dritte nehmen wir hier. Und ball.wake.setUpWhite. So. Das heißt, wir gehen jetzt einfach alle vier Möglichkeiten durch und wenn die Random Number jeweils die Möglichkeit hat, dann soll das gemacht werden. Und wenn eine nicht dieser Fall eintritt, also nicht 0, nicht 1, nicht 2, nicht 3, dann können wir entweder nichts machen oder wir kopieren hier einfach irgendeins von diesen Werten hier rein. Das war es dann eigentlich. Nee, ich würde anders machen. Ich würde sagen, wir machen da, wir rufen einfach
die Funktion wieder auf, weil dann wird ja wieder eine neue Nummer generiert. Machen wir das einfach so, so ist es einfacher. Das heißt, wir haben unsere vier Möglichkeiten und wenn dieser Fall wird nicht eintreten, diese Random Number größer ist als 3, das wird nicht eintreten. Da wir das Minimum 0 haben und das Maximum 4, müssen wir die 4 minus 1 rechnen, also Maximum 3. Dann soll er halt was anderes machen und das wird reset, weil dann ruft er die einfach nochmal an, das läuft in der Schleife durch. Gut, haben wir das geklärt. Wollten wir nicht noch irgendwas machen? Wir wollten, glaube ich, noch irgendwas. Guck mal auf meinen schlauen Zettel, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ach ja, genau, wir wollten ja hier die Scores malen, genau. Das kommt in das Draw rein und Scores malen wir eigentlich auch ganz einfach. So, die Scores malen wir wieder mit dem Sprite-Badge. Punkt. Und jetzt, was wollen wir denn malen? Wir wollen einen Text malen. Und dazu gibt es die Funktion DrawString. Also wir müssen einen String malen, einen Text. Und als erstes, was wir eingeben müssen, wie wir uns schon sehen, ist der Sprite-Font. Und unser Sprite-Font ist unser Font. Und das haben wir eben schon angegeben. Das ist nämlich das Score-Font. Das nächste, was wir machen müssen, wir müssen den Text malen. Das wäre Player 1. Player Score. Ja. Das nächste, was wir müssen malen, wo soll der Text denn so schön stehen? Und das machen wir einfach mit einem neuen Vektor 2, Klammer auf. Und das ist einmal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo sind wir? Wir möchten den Text eigentlich, sagen wir mal, hier in der Mitte malen. Also dann würde ich hier. Da steht dann zum Beispiel 00 für den Player und hier steht dann ebenfalls 00 für den Player. Und wir machen das jetzt ganz einfach. Wir machen für den Player 1 einen X-Wert von 70. Also das sind 35, das heißt, wir gehen dann nochmal 30 Pixel, so ungefähr 35 Pixel hier weg. Dass es also vor dem Panel steht, aber der Text soll sich nicht bewegen, da soll da statisch so schön bleiben. Und unser Y ist der Screen.width durch 2, Klammer zu, Ende aus. Das heißt, wieder die Hälfte nehmen wir hier von dem Y und da malen wir dann halt den Text hin. Wird mir aber als Dingens markiert und ich weiß auch warum, weil dann nämlich noch eine Color angegeben werden muss. Und den Text malen wir genau in der Color, wie unser Player ist, also Light Blue. Das heißt, was hast du denn heute mal wieder? Ah ja, das ist eine. Außer dass hier ein Dingens fehlt. Und das hier wahrscheinlich, mal gucken. Genau, wir hatten nämlich ein Ins und wir müssen das jetzt erstmal zu einem Text konvertieren. Dazu gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder diese kreative, die ich hier gerade angewendet habe. Das heißt, wenn davor irgendeine Zahl oder irgendein String steht, dann wird auch die Zahl zum String konvertiert. Oder wir können auch Punkt Convert, Punkt to String, Klammer auf und dann den Player Score da rein und Klammer zu. Aber das ist doch hier viel schöner, oder? Das ist doch viel kreativer, hier diese Lösung. Das Ganze kopieren wir uns und machen das für den zweiten Player. Und da ist die X-Achse nicht 70, sondern wir müssen dann den Screen-W-70 rechnen. Mal gucken. Ja, Ton darfst du jetzt auch aufhören. Dankeschön. Erstmal den Ton ausmachen. Das müssen wir natürlich noch gegen Light Green ersetzen und wir machen unser Sprite-Font noch ein bisschen größer. Ich meine 32, 36 ist doch vollkommen ausreichend. So, also unser Ball klatscht an den Wänden ab, also nur oben und unten. Und wenn wir
Dann wird der Ball halt in die Mitte positioniert, wenn wir einen Player fehl gelandet haben. Und er wird halbwegs randommäßig hier in der Mitte gespawnt, also die Direction. Und wir sehen, die Punkte addieren sich jeweils zur anderen Seite. Also wenn der jetzt hier ins Feld geht, geht der auf 9. Unser Tag steht da, der wird auch aktualisiert. Gegebenenfalls machen wir da mal. Ups, der war noch nicht fertig. Machen wir mal da. Nee, Komma sollte bleiben. 120 draus. Denn bei Zahlen von mehr als 9 steht der Text im Paddle. Ja, machen wir das Ganze mal so. Aber wir haben jetzt, uns fehlt immer noch was. Wir sehen, ich versuche den Ball aufzuhalten und unser Ball wird nicht abgestoßen vom Paddle selber. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch ändern. Und das ist im Grunde das Gleiche wie das, was wir gemacht haben. Wie wir schon oben an der Wall gemacht haben. Das können wir jetzt, glaube ich, kopieren, ne? Glaub schon, ja. Gucken wir gleich mal. Private Void Check Paddle Call. Ich weiß, Scala gehen die Funktionsnamen eh nicht, also. Gut, also fangen wir wieder an mit if, Klammer auf. Ball. Punkt, Ball weckt. Punkt, Intersect, Klammer auf. Und da nehmen wir jetzt mal Player 1 Punkt, Pedal Vect, Klammer zu, nicht 3, sondern nur 2. Also das ist jetzt im Grunde das gleiche wie oben. Wenn der Ball sich mit dem Player 1 Rechteck überschneidet, dann wird diese If-Abfrage hier wieder ausgeführt. Da machen wir dann auch erstmal Call Sound Punkt Start oder Play Start. Und da geht es dann ganz einfach nur andersrum. Da brauchen wir jetzt wieder ein if. Wenn der Ball Punkt MV down left, also wenn der runter geht und nach links geht, gut, dann soll der Ball Punkt, ne, ist richtig, Punkt set down right gesetzt werden. Else if, Klammer auf, Ball Punkt MV uplift, ja, uplift, wenn das so ist, dann soll der Ball Punkt set und Leerzeichen am besten. Was ist denn los? Set upright. Ja, also das ist das gleiche hier, nur gedreht. Also das, was wir jetzt hier haben, wird einfach gedreht um 90 Grad und an das Pedal so imaginär geklatscht. Und ja, macht Sinn, passt sogar. So, den ganzen Krempel hier kopieren wir uns wieder. Jetzt gucke ich mal kurz, wo immer. Das können wir hier wegmachen. Unnötige Leerzeichen sind extrem unnötig. Shitstorm. So, Gott sei Dank gibt es eine. So, das Ganze ändern wir auf Paddle 2. Wir müssen das Ganze auf den zweiten Paddle noch anwenden, weil mit einem, das nützt mir jetzt nicht so viel. So, da ist das Ganze andersrum. Gucken wir nämlich, ob der Ball nach rechts geht. Und ebenfalls hier nach rechts. Und dann soll er nach links, nach left abprallen und ebenfalls hier nach left abprallen. Mal gucken, ob es funktioniert. So, wir haben jetzt wieder das Problem. Check Paddle Collision wird natürlich ebenfalls wieder nicht ausgeführt. Also müssen wir es ebenfalls noch zur Update-Funktion hinzufügen. Also, das funktioniert. Das funktioniert. Ja, also ihr seht, die Bälle prallen ab. Und wenn ich jetzt hier einen wegmache, dann kriegt der Gegner einen Punkt. Wir können jetzt rein theoretisch noch in der Mitte eine weiße Linie zeichnen.
Aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Also jetzt haben wir ein funktionsfähiges Pong, was leicht unnötig irgendwie ist. Außer dass ich jetzt hier noch. Wo war denn das? 35, machen wir da mal 45 draus. Machen wir nochmal 50 Pixel draus. Denn wenn das zu nah ist, dann kann der Ball trotzdem noch vom Paddle abgefangen werden, weil der Ball da im Paddle steckt. Das heißt, wir müssen mindestens so viel Abstand haben, dass der Ball nicht mehr dahin passt. So. Gut. Moment mal. Nur mal kurz gucken. Ja, das passt. So. Weiter geht es. Eigentlich war es das jetzt für jetzt, aber ich hatte nur vor, in unserer Paddle.cs das Ganze auf 9 und auf 90 zu reduzieren. Das ist ja die Größe der Paddles. So ist das Ganze doch schon viel anspruchsvoller. Ja, also schon wesentlich besser. Das nächste, was wir machen können, wir können, machen wir jetzt auch noch eine Funktion schreiben mit private void set-ball speed. Wir wollen es etwas anspruchsvoller haben. Und zwar if Klammer auf, Player Score, Player 1 Punkt. Player Score plus Player 2 Punkt Player Score, Klammer zu, größer ist als sagen wir mal 10 ist so die erste Stufe des Schwierigkeitsgrades. Momentan haben wir bei der Ballgeschwindigkeit haben wir 6F, machen wir da mal 8F draus. Mehr als 14F, ne, machen wir da mal 9F draus. Ballpunkt, Punkt Ball Speed gleich 9.0F. Was ich hiermit fabriziere, ist einfach, ich addiere beide Player Scores und wenn diese beiden Player Scores größer als 10 sind, dann wird der Ball einfach um 1F schneller. Und das Ganze kann ich natürlich dann jetzt noch beliebig erweitern. Machen wir mal kurz ein Else If da draus. Das machen wir jetzt, machen wir anders. Also, int sum. Ach so, int, doch int sum gleich, Klammer auf, brauchen wir nicht, Player 1 Punkt Player Score plus Player 2 Punkt Player Score. So, das heißt, wir addieren jetzt erstmal zu einer Score unterstrich sum. Also, wir machen jetzt einfach eine Addition und wir haben eben das Switch gesehen. Das machen wir jetzt einmal. Nee, davor muss ich natürlich tatsächlich Switch schreiben, bevor ich die Autocomplete benutzen kann. Ah, nee. Das geht ja auch nicht. Shit. Da haben wir ja keinen größeren Attacke. Egal. Score Sum. Also, was warten wir? Größer 10. So. Else if Score Sum größer 15. Und else if, Klammer auf, Score Sum größer als 20. Ja, darauf können wir jetzt auch noch mit einer Vorschleife irgendwie gucken, aber. Dann ist Ball, Punkt, Ball Speed gleich 9.0f. 10 und 11, also 10, 11. So, da müssen wir natürlich jetzt tatsächlich auch noch ein else schreiben, wenn es kleiner ist als 10. Also damit wir das, also if gleich score sum kleiner als 10 oder kleiner gleich 10, damit wir die 10 auch noch mit drin haben.
Und dann kommt hier vor einfach ein Else. So, was haben wir momentan? Kann mir das mal jemand verraten? Wir haben momentan 6, 11. Machen wir mal 7 da draus. Aber das ist schon haarig, das wird schon hart. Machen wir mal 6, 8, 9, 10. Und das müssen wir jetzt auch noch irgendwo ausführen. Auch wieder eine Update-Methode. Machen wir das mal hier drunter. Set Ballspeed. Mal gucken, wie es wird. Dutsch 2. Momentan sollte der Speed ja noch gleich bleiben. 7. 7. So, wir sehen, der Ball ist jetzt schon wesentlich schneller geworden. Ich meine, ich will es nicht wissen. Ja, also jetzt müssen wir das noch mit dem randommäßigen Abprall einbauen, dann wird das noch härter. Aber das macht jetzt bei 2 nicht so viel Sinn. Ja, also das wird schon anspruchsvoll, ja. Ich spiele ja auch so viel Pong in der Freizeit, ja. So, also ihr seht, das wird schon schwer. Wir können das, also was ja noch geht, wir können das jetzt noch eine Stufe höher machen. Also da geht noch was, sagen wir es mal so, da funktioniert noch ein bisschen was. Stocken C, Stocken V. Größer als 25, 11. Irgendwann ist es auch gar nicht mehr möglich, den Ball zu fangen, der ist einfach so schnell. Das wird gar nicht mehr möglich sein. Ich glaub 13 war so, was ich bei meinem großen Pong da mit dem Multiplayer habe, ist 13 so servermäßig so das Maximum. Was funktioniert? Ja. Gut. Das war's jetzt zuerst. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, dass dazu eine KI kommen soll für einen Spieler, beziehungsweise irgendwas anderes, irgendwelche Ideen, da vielleicht irgendwie noch einen Pixel-Shader reinzubauen, wenn man verliert, dass der Screen sich dann färbt und so. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und sonst war es das für dieses C-Sharp und XNA-Tutorial. Also ihr habt jetzt, sagen wir mal, als Review hier gelernt, wie man so basic malt, wie man mit Rechtecken malt. Texturen sind immer ein bisschen anders, aber eigentlich genauso einfach. Und ja, wie man Töne abspielt, wie man Musik abspielt, wie man dann hier ja, Instanzen von irgendwelchen Objekten bildet. Und das sind ja eigentlich so das Grundlegendste, was man eigentlich können sollte. Und ich finde, das ist hier ein relativ cooles und nicht so langes Tutorial geworden, wie man halt ein normales Spiel macht. Und okay, ich sag's, es ist jetzt mal kein Vergleich jetzt hier zu diesem Riesenteil. Ja, ich meine, das ist ja das Unnötigste auf der Welt, was es gibt. Das Ganze jetzt noch im Server- und Client-Modus laufen lassen. Das kann ich ja nicht, weil die Aufnahme dann laggt. Und ja, also das ist jetzt hier mit den vier Pedals und das ist ja genauso unnötig. Los, bei den vier Pedals läuft das Ganze auf mit einem anderen Score-System, weil wir können nicht sagen, ja, der Ball hat den Pedal Assist berührt, das heißt, der bekommt auch den Punkt dazu, wenn er verliert, sondern wir gehen einfach nach einem Ausschlusssystem. Wenn jemand mehr als, zum Beispiel in dem Fall, mehr als 40 Bälle durchlässt, dann ist Schicht. Das könnte man hier jetzt auch noch so machen, das wäre auch eine ganz lustige Sache. Aber ich denke, für dieses kleine Tutorial reicht es. Mal gucken, ob ich Lust habe, den Quellcode anzuhängen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber das war's jetzt für mich. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und bis zum nächsten Tutorial. Ich glaube, ich weiß sogar schon, was es wird. Ich verrate es aber nicht, aber es wird auch was extrem Unnötiges. Also, bis zum nächsten Tutorial.